Wieder Land unter in Isenburg, hoher Sachschaden. Der Ort Isenburg ist für dieses Jahr schon zum zweiten Mal von Überschwemmungen heimgesucht worden. Am Freitagmorgen, den 1. Juni gab es starke Regenfälle rund um Kleinmalscheid, Großmalscheid und Isenburg. Drei Häuser, ein Motorrad und vier Autos versanken in den Fluten. Isenburg. Die erste Alarmierung der Feuerwehr Großmalscheid gab es gegen 3.35 Uhr mit Wasser im Keller. Kaum zurück im Feuerwehrhaus erreichte die Wehr die Meldung aus Isenburg, dass in der Hauptstraße in ein Haus Wasser eindringt. Hier war der Verursacher der Demmelsbach, der seine Quelle zwischen Klein- und Großmalscheid hat. Die Regenfälle waren in dem Gebiet so heftig, dass auch die B413 überflutet wurde und für den Verkehr gesperrt werden musste. Sie konnte nach Reinigungsarbeiten durch den LBM zügig wieder freigegeben werden. Der Demmelsbach war letztlich auch der Hauptverursacher, dass drei Häuser in der Straße im tiefen Tal überschwemmt wurden. Insgesamt vier Pkw bzw. Transporter und ein Motorrad versanken in den Fluten. In drei Häusern stand die braune Brühe. Das Wasser kam nach Auskunft der Bewohner so schnell und überraschend, dass keine Zeit mehr zum Handeln blieb. Das Wasser stand bis zu 1,50 Hochmeter in Keller und auch Wohnung. Die Schäden sind noch nicht zu beziffern, liegen aber mit Sicherheit im sechsstelligen Bereich. Alle Feuerwehren der Verbandsgemeinde Diedorf waren in Isenburg im Einsatz. Das Gelände, auf dem die Häuser stehen, liegt etwas tiefer, so dass das Wasser nicht ablaufen konnte. Unter Einsatz aller verfügbaren Pumpen wurde das Wasser abgepumpt. Der Einsatz wird sich noch bis in die Mittagszeit hinziehen. Verbandsbürgermeister Horst Rasbach war vor Ort und informierte sich über die Lage. Seit der letzten Überschwemmung am 22. Mai hat sich die Verwaltung bereits dran gemacht, ein Hochwasserkonzept für Isenburg in Angriff zu nehmen. Kreisfeuerwehrinspektor Werner Böcking und sein Vertreter Holger Kurz waren ebenfalls vor Ort. Die untere Wasserbehörde wurde zu einem Vororttermin bestellt und wird um Lösungsvorschläge gebeten.